Herzlich willkommen auf Mumudikuli Show. Ich bin's euer Laser und heute ein Vergleichsvideo, weil es gibt da draußen ein paar Zuschauer, die ein Vergleichsvideo zwischen den beiden haben wollten. Das wird es hier heute geben. Und zwar, ich hatte den wieder eingepackt, weil ich mir dachte, vielleicht verlose ich den. Und deswegen hatte ich den wieder eingepackt. Ich hole den mal eben raus. Und zwar möchte eine oder wollte, hat eine Person gefragt und ich habe mir gedacht, ja, und wir wollen auch noch den Wasserdichtigkeitstest machen. Ich möchte euch zeigen, dass diese beiden Lautsprecher wasserabweisend sind oder Wasser vertragen und trotzdem weiter noch funktionieren. Wir werden da mal Wasser rüber kippen. Wir warten kurz, bis sich das Ganze verbunden hat. Ich hatte das seit dem Test nicht mehr und wie Sie sehen, sofort erkannt, verbindet sich. Zack, fertig und ich mach mal Hälfte, ja, so fast halb, ein bisschen mehr als die Hälfte jetzt. Und jetzt schalte ich mal den anderen ein. Alles klar, jetzt hat sich der Große eingeschaltet, was soll das hier, so, jetzt haben wir den Großen, auch hier, der Bass ist an, also ganz klar kann ich hier schon mal sagen, und das sagt auch Tribbett, hat mir das auch geschrieben, und das will ich auch euch sagen, was Tribbett mir gesagt hat. Die haben gesagt, wenn ihr alleine seid und ihr wollt Musik haben, gute Musik für wenig Geld, nehmt den kleinen oder kauft euch den kleinen, haben die ganz deutlich gesagt. Und wenn ihr ein bisschen deutliche Anspruch an Musik habt, ein bisschen mehr kraftvolleren Bass wollt, in eine Gruppe seid und auch ein bisschen mehr Leute rumherum und ihr das Ding auch draußen benutzen wollt, holt euch den X-Boom. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, finde ich genauso, ist absolut die richtige Entscheidung. Der X-Boom ist deutlich kraftvoller, hat viel kräftigeren Bass, habe ich gerade gehört zwischen den beiden. Der kleine ist gut, wirklich keine Frage, aber kommt gegen den X-Boom absolut nicht an. Also der X-Boom ist richtig basskraftlastig, also wirklich Hammer. Ich möchte das nochmal kurz zeigen. Gleiches Lied, gleiche Lautstärke, einmal den kleinen, den Tribbett, den kleinen. Ist schon gut, muss ich sagen. Ist wirklich gut, ist wirklich gut. Und jetzt den großen, den X-Boom. Der klingt auch ein bisschen besser, muss ich sagen. Klarer. Der Kleine ist da so ein bisschen noch, ja, stummer. Der Bass ist hier sauberer als bei dem Kleinen, ganz deutlich. Und der Ton bei der MX-Boom ist sehr klar, muss ich sagen. Also wirklich gut.
Und jetzt machen wir nochmal die kleine. Und hier ist das so ein bisschen matter. So ein bisschen, ja, schwer zu erklären. Und nochmal den großen. Hört ihr das? Hier kommt viel mehr Volumen raus. Genau, Volumen. Also aus den X-Boom kommt viel mehr Volumen. Das ist das Wort, was mir die ganze Zeit gefehlt hat. Viel kraftvoller, eine Explosion von Musik, die hier rauskommt. Richtig schön anzuhören. Und bei dem Kleinen ist das zwar auch richtig gut für die Größe, aber mehr doch wirklich für den Hausgebrauch, für den kleinen PC-Tisch, wenn man da mal ein Lied dudeln lassen möchte und. Und wie gesagt, Tribbett sagt das genauso. Wenn ihr nicht so viel Geld habt und ihr wollt aber eine tolle Anlage haben, holt euch die kleine. Und wenn ihr ein bisschen mehr wollt, und das kann ich auch bestätigen, holt euch die große. Ja, definitiv. So, wir gehen jetzt raus und testen, ob sie wasserfest sind. Bis gleich. So, liebe Leute, wir sind draußen im Wald. Wir sind ungefähr 1 Meter von den beiden Boxen weg. Wir starten jetzt das Lied und ich switch mal zwischen den beiden Boxen hin und her. Es geht los. Wir sind im Roten am Anfang und beide Boxen werden jetzt auf dieser Lautstärke spielen. Das ist jetzt die große, die X-Boom, und jetzt gehen wir zur X-Sound. Also ich finde, hier hört man das eigentlich am besten. Ich gehe mal, mach mal lauter. Ich switch mal wieder. Und gehe hier auch mit der Lautstärke hoch. Switch mal. Ja, bei der Kleinen, man merkt das sofort, ich mach mal leiser. Man merkt bei der Kleinen sofort, es fehlt dieser räumliche Sound, die X-Boom rausgibt. Viel besser bei der Großen. So, jetzt lassen wir das mal laufen. Wir kippen jetzt mal über die X-Boom, die jetzt gerade läuft. Wir drehen mal ein bisschen auf, bis in den roten Bereich. Und jetzt kippen wir einfach mal Wasser drüber. Frei. Wichtig ist, dass ihr wirklich alle Verschlüsse zu habt. Gucken wir uns nochmal die große an. Und kippen da auch nochmal was drauf. Wie ihr seht, ist das kein Problem. Ja, da
Das stört die Boxen nicht. Und dann einfach abschütteln. Und die Box läuft ohne Probleme weiter. Richtig gut. Die kleine nochmal. Ja, das war's. Der Vergleich zwischen den beiden und der Wasserkeitstest. Ich glaube, das sagt alles. Ich werde die jetzt abtrocknen. Und dann später nochmal testen.